Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Tea Time mit Lilybeth von Wendy Holden mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und ich finde das Thema total interessant. Die Gouvernante von Queen Elizabeth II. Erzählt. Faszinierend, oder? In diesem Video erfahrt ihr, wie mir das Buch gefallen hat. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Tea Time mit Lilybeth mitgebracht von Wendy Holden. Das ist eine Romanbiografie von Marion Crawford, die war die Gouvernante von Queen Elizabeth II., als sie noch ein Kind war. Und darum geht es eben hier in diesem Buch. Jetzt zeige ich euch erstmal das Buch selbst. Also das ist ein Hardcover und wie ihr seht, ziemlich dick. Könnt ihr mal den Klappentext lesen? Was mich ein bisschen gestört hat bei dem Buch direkt am Anfang war, dass die Schrift sehr, sehr klein ist. Also, wartet mal, ich zeige euch mal die erste Seite. Seht ihr das? Also, ich empfand das als schon unangenehm klein. Und dass die Seite immer so im Ganzen sieht. Also, ich hatte jetzt noch kein Problem mit dem Lesen, aber ich bin halt schon leichter verrutscht als sonst. Aber jetzt erstmal zum Buch selbst. Also, Marion ist eine ganz normale Frau. Sie wuchs auch in einem normalen Haushalt auf, also weder besonders privilegiert noch arm. Und ihr großer Traum ist es, eines Tages Lehrerin in den Slums von Edinburgh zu werden. Doch das Leben meint es anders mit ihr. Und so wird sie die Gouvernante der Prinzessin Elizabeth und Margaret. Für die junge Schottin ist das Leben im Palast ein Kulturschock. Man muss dazu sagen, zuerst sind sie ja noch die Prinzessinnen von York, leben in einem kleineren Palast. Und als sie dann halt eben die Kronprinzessin wird, die Elizabeth, verändert sich alles nochmal krasser. Aber schon allein das Leben da bei den Yorks ist ein Schock für sie. Doch sie nimmt die Herausforderung an und macht es sich zur Aufgabe, den Prinzessinnen neben dem üblichen Unterrichtsstoff auch etwas über das normale Leben beizubringen. Das Leben, von dem sie hinter den Palastmauern nicht die geringste Ahnung haben. Aber das ist alles andere als erwünscht. Und dann überstürzen sich eben die historischen Ereignisse und Elizabeth wird Kronprinzessin und dann ist sowieso alles anders. Also ich persönlich fand es total interessant, die Romanbiografie einer Frau zu lesen, die dabei war, als ein Stück neuerer britischer Geschichte geschrieben wurde. Die Autorin füllt dabei, wie sie selbst im Nachwort erklärt, die Lücken der Quellenlage auf, wodurch sie ein umfassendes Bild zu zeichnen hofft. Man merkt immer wieder, wie Marion aus allen Wolken fällt. Das Leben der Royals ist einfach so weit weg von ihrem eigenen und auch die Hierarchie innerhalb der Dienerschaft überrascht die junge Frau. Als Gouvernante gehört sie nirgendwo dazu, doch sie sitzt in der ersten Reihe, als Geschichte geschrieben wird. Wie aus der kleinen Prinzessin Elizabeth, Tochter des Duke of York, plötzlich die zukünftige Königin wird. Doch es geht nicht nur um Geschichte, sondern auch um eine junge Frau, die ihr Leben einer Aufgabe widmet, die sie nie haben wollte. Ihr Leben nimmt eine komplett andere Richtung und das wirbelt alles durcheinander. Hinzu kommt auch noch ihr Privatleben, das ein einziges Chaos ist, dank ihres lausigen Männergeschmacks. Und Marion versteht sich als aufgeklärte, selbstständige, moderne Frau, doch sie sieht in Männern immer nur das, was sie sehen will, und das sorgt für Probleme. Also so scharfsichtig sie sonst auch ist, in Bezug auf Männer ist sie extrem naiv. Das Buch zeigt, wie weltfremd die Royals damals gelebt haben, was ihnen wichtig und unwichtig war und wie komplett gegensätzlich die Prioritäten waren. Man lernt durch Marion die Royals persönlich kennen, die Menschen hinter den Titeln. Und so sieht auch Marion zum Beispiel in Wallis Simpson nicht das, was alle Welt in ihr sieht, sondern eine gefangene Frau. Man findet aber auch allerlei Klatsch und Tratsch der damaligen Zeit und auch
dass die Royals zum Beispiel nicht besonders gut bezahlt haben. Also das ist schon, es werden einem einige Illusionen genommen, die man vielleicht noch hat. Marians Geschichte und damit auch die Romanbiografie weicht in einigen Bereichen von dem ab, was man bislang zu wissen glaubte. Das macht sie interessant, wirft aber auch immer wieder die Frage danach auf, wie viel von dem, was man hier liest, wahr ist. Das Problem einer Romanbiografie für mich ist, dass man nicht weiß, welche Teile verbrieft sind und welche nur der Fantasie der Autorin entspringen. Das macht es einem schwer, alles, was man liest, zu glauben. Man weiß einfach nicht, was davon wirklich so passiert ist. Aber selbst wenn man das nicht mit Sicherheit sagen kann, ist das Buch auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand es allerdings schade, dass das gesamte Buch über so eine gewisse Melancholie über allem lag. Ich weiß nicht genau weswegen, aber man spürt irgendwie den ständigen Druck, den Zwang, der auf die Royals ausgeübt wurde, aber auch auf die Bediensteten. Man hatte zu funktionieren und ein gewisses Bild nach außen zu tragen. Vielleicht ist es das, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Zudem hat das Buch einige Längen und verliert sich manchmal in der seitenweisen Schilderung von Nichtigkeiten. Es ist interessant, über das Leben einer Frau zu lesen, die so viele Jahre an der Seite der späteren Queen stand und später in Ungnade gefallen war. Doch letztlich bleibt eine zentrale Frage unbeantwortet. Wie viel von dem, was in der Romanbiografie behauptet wird, entspricht der Wahrheit? Besonders in Bezug auf den Grund, wegen dem Marian letztlich in Ungnade fiel. Von mir bekommt das Buch 3,5 Sterne. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, aber es hatte halt einfach wirklich seine Längen. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!